den Tone King Royalist MK3 habe ich heute für dich im Test. Und was steht auf dem Programm? Marshall-ähnliche Sounds. Und zwar nicht etwa JCM 800, JCM 900, Silver Jubilee oder sowas, sondern die klassischen Marshalls. Ich habe mich eben jetzt eine halbe Stunde da eingelesen in die Geschichte. Ich wusste es so ungefähr. Und ganz schlau dabei bin ich nicht geworden. Wir haben hier auf dem Royalist drei Jahreszahlen stehen. Und zwar haben wir 1964, 1967 und 1970. So, 1964 ist ganz klar der JTM 45, Marshalls erster Amp, den der Jimi Hendrix gespielt hat und soweit ich weiß auch der Eric Clapton. Wobei die natürlich auch mit den neuen Marshall-Amps die immer gekriegt haben und dann auch mal andere gespielt haben. Deswegen kann man das nicht so 100% klar sagen. Es gibt hier eine schöne History of the Marshall bei Reverb.com. Und wenn ich dem glauben darf, haben wir auf jeden Fall bei der Jahreszahl 1964 den JTM 45 und dann haben wir irgendeine Iteration des Plexi-Marshalls. Die klingen unterschiedlich ein bisschen, das werden wir gleich checken. Ja, ich habe hier auch schon einen Looper aufgebaut und dann können wir ganz während dem gleichen Riff hin und her schalten. Aber erst checken wir mal die Funktionen des Amps oder weißt du was? Vorher spiele ich mal gerade ein kleines bisschen, dass du hörst, wie unfassbar dieses Teil klingt. Vielleicht wirst du dich jetzt wundern. Das ist ja ein verdammt geiler Clean Sound, ne? Ja, dafür sind Marshalls eigentlich auch bekannt. Nicht nur für die High-Gain-Sachen. Das war Channel A und der war eingestellt auf Voicing 1964. Tonregelung ist ziemlich in der Mitte alles. Ich habe die Mitten ein leicht, ein kleines bisschen hoch, Presence ein bisschen runter, Bass ein bisschen runter, Höhen ganz kleines bisschen hoch. Siehst du ja auf der anderen Kamera, die du jetzt auch gesehen hast in der ganzen Zeit. Das war jetzt clean. Und jetzt machen wir mal, also das war das cleanste, was er kann. Und jetzt machen wir mal das verzerrteste, was er kann. Channel B ist eingestellt auf 1970. Und das klingt so. Und hier hörst du auch, der reagiert unheimlich dynamisch auf die Gitarre, auf die Anschlagstärke. Ich mach's nochmal vor hier, guck mal. Und natürlich auch unheimlich dynamisch auf den Volume-Regler. Was ich gemerkt habe, dass ich vergessen habe, die Signalkette. Also Signalkette bei dem allerersten Demo war Gitarre direkt mit einem Sommercable in den Royalist. Dann geht der Royalist in eine Fryad Power Station, wird dort attenuated nochmal, damit ich hier Zimmerlautstärke fahren kann. Wobei es eigentlich eher darum geht, dass ich ein Line-Level kriege. Dieser Line, dieses Line-Signal geht in meine Aux-Stomp von Universal Audio. Und von da in mein Audio-Interface. Und genau dieses Signal hörst du auf deinen Ohren. Also das Signal, was aus der Aux-Box rausgeht. Die Aux-Box hat einen Greenback-Speaker aktiviert, den ich selber feingetuned habe, mit ein bisschen Reverb. Sonst ist nichts drauf. Kein Kompressor, kein gar nichts. Okay, und jetzt zurück zum Video. Jetzt habe ich hier eine Strat,
Also das ist keine Strat, keine echte Strat, das ist ein Nachbau, ein Strat-Nachbau von Silgitas. Aber du willst das Ding doch bestimmt auf diesem Kanal mit einer Les Paul hören, oder? Machen wir das mal. Da ist die LP-Style-Gitarre. Natürlich ist es keine echte Les Paul, denn es ist eine Custom Shop der Firma Maybach, die ich jeder echten Les Paul vorziehe. Anhör mal. So, und jetzt zeige ich dir mal gerade in dem Zusammenhang noch, warum es eigentlich diesen Schalter gibt. Und das kann man gerade mit so einem Amp hervorragend zeigen. Hier hast du ja Rhythm stehen. Rhythm. Und das ist dieser Volume-Regler hier. Den stelle ich jetzt ein. Hier, Rhythm mit dem Volume-Regler, dass es komplett clean klingt. Und ja, das geht, ne? Also gut, es ist ganz leicht angeträgt. Komm mal. Wenn ich jetzt hier runter auf Treble schalte, habe ich ja diesen Regler hier aktiviert, ne, den da, und der ist voll auf. Das heißt, ich habe hier... Können Sie jetzt sowas machen? Das Ganze nur mit dem Volumenregler. So dynamisch ist der Amp. Okay, das waren jetzt die zwei Extreme, die ich dir gezeigt habe. Ich schalte jetzt mal nochmal auf die Strat, beziehungsweise ich hänge die Strat nochmal um oder nehme die Strat aufs Knie. Und jetzt spiele ich mal was in Looper ein. Und wir gucken mal, was die einzelnen filigranen Unterschiede sind, wenn ich den Schalter rumlege. Okay, ich spiele jetzt hier einen Loop ein. Los geht's. So, was ich jetzt mache, der Loop ist gespeichert hier in meinem kleinen Ditto-Looper. Und ich werde mich jetzt hier an den Amp begeben und mal Schalter drücken und die Regler rumstellen, damit du siehst, welchen Einfluss das auf das, was ich gerade gespielt habe, hat. Und los geht's. Thank you.
Okay, jetzt habe ich dir gezeigt, was dieser Schalter macht und was die einzelnen Regler machen. Was ich noch nicht gemacht habe, was ich dir noch nicht gezeigt habe, ist der Gain-Regler, was im Prinzip der Volume-Regler ist. Und jetzt solltest du wissen, bei einem echten, also bei dem Vorbild dieses Amps, bei einem echten Plexi zum Beispiel, hast du im Prinzip nicht wirklich einen Volumenregler. Der heißt zwar Volume, aber eigentlich sollte der Regler Gain heißen. Und der Amp klingt am besten, wenn man ihn raufzieht, auf ungefähr 8 oder 9. Also nicht unbedingt 10. 10 ist vielleicht ein bisschen Overkill. Also ich habe hier einen Studio Plexi stehen, einen echten. 10 ist zu krass, 8 ist cool. Und dann hast du zwei Regler, das ist relativ komplex. Den anderen musst du dann irgendwie so auf 5 stellen, damit es authentisch marschelig klingt. So, das hast du hier jetzt in einem Regler. Also die Regler hier, Volume A und Volume B, sind jeweils für einen der beiden Kanäle. Das heißt, du hast zwei Kanäle mit zwei komplett verschiedenen Lautstärke-Einstellungen. In dem Fall dann wieder Gain-Einstellungen. Alles andere wird geteilt, aber die Lautstärke, also Gain und der Pull-Fett-Schalter, den ich gerade eben auch bediente, also wenn du rausziehst, gibt es ein bisschen mehr Wumpf untenrum. Der ist extra. Und jetzt kommt die absolute Spezialität dazu von diesem Amp. Normalerweise bei einem echten Plexi wäre ich jetzt schon taub bei voll aufgedreht 100 Watt Plexi. Ich wäre einfach komplett taub. Das ist zu laut in einem kleinen Raum wie diesem, brachial. Dieser Amp hat allerdings jetzt zwei Iron Man, ja die heißen wirklich so, Iron Man Attenuators integriert. Das heißt, ich kann pro Kanal bestimmen, wie sehr ich die Leistung drossele. Und so kann ich praktisch auf Channel A einen absoluten Clean Sound legen, trotzdem super laut. Und auf Channel B den maximal verzerrten Sound. Und ich drehe jetzt mal ein bisschen an den Reglern rum, damit du das siehst, wieder mit dem Loop, okay? Ich benutze dazu jetzt nur Channel A. Also Channel A und Channel B sind identisch. Ich kann halt die zwei Volume-Einstellungen und die zwei Attenuator-Einstellungen verändern und somit praktisch zwei komplett in der Gain-Struktur verschiedene Kanäle fahren, was kein echter Marshall kann. Okay? Kein echter Marshall kann das, das kann nur der Tone King. Du hast praktisch den geilen Clean Sound und du hast den geilen verzerrten Sound. Jetzt hast du gesehen, was alles damit möglich ist. Das heißt, du kannst hier auf Channel A genau die Kombination legen aus den Jahreszahlen mit dem entsprechenden Gain, den du willst und durch den Attenuator, der ist halt ein bisschen stufig, also du hast, mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen, die du machen kannst. Klar, aber das reicht eigentlich, ja, da hast du ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Gain, da musst du ein bisschen härter oder ein bisschen softer anschlagen und dann hast du genau das, was du möchtest. Und ich habe letztens gelesen, auf irgendeinem YouTube-Review von diesem Amp, die Amp Marshall should be building. Also der Amp, den Marshall eigentlich bauen sollte. Und so sehe ich das auch, wenn du einen Marshall-ligen Sound willst, ja, das ist kein Marshall, die haben nichts mit Marshall zu tun, dann ist meine Wahl, und ich habe mich so auf diesen Amp gefreut, ja, ich habe den auf der Guitar Summer das erste Mal angespielt, hatte aber vorher auch schon ein Video vom Henning gesehen und dachte, Mist, den brauche ich. Und ja, er ist genauso geil, wie ich das mir vorgestellt habe. Tone King Royalist MK3 Vintage Marshallige Sounds Deluxe. Du findest es nicht besser.
Das war jetzt der Amp. Das war das erste Video zu diesem Amp. Ich werde dir noch zwei Videos zu diesem Amp machen. Und beim nächsten Teil, weil ich will nicht, dass das Video so ewig lang wird, beim nächsten Teil zeige ich dir, wie der Tone King mit Boost-Pedalen umgeht. Ja, mit Boost-Pedalen umgeht. Und im dritten Teil zeige ich dir, wie er in dem Clean Channel, also ganz clean gestellt, als Pedal-Plattform funktioniert. Alles klar? Das war es jetzt zum ersten Teil, zum Tone King Royalist. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, gib mir zwei Daumen nach unten. Kanal abonnieren, Glöckchen drücken, nicht vergessen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Spätestens zum nächsten Royalist-Video. Mach's gut, bis dann und ciao.